Ich bin Raja Albert. Damals, wo ich in der Schule ging, hieß ich Kettunen. Und mit 7 Jahren bin ich in die Schule gegangen. Das ist in Finnland üblich. Und ein Jahr war ich mit Liso zusammen in Ilomantsi. Das war schon mein zweiter Schulort. Und mein Name ist also Liso und eigentlich ordentlicher Name ist Liisa. Und Familienname war damals Klemola. Und jetzt heiße ich Pekkarinen. Ich heiße Else. Ich bin jetzt 13 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Ich heiße Emma. Ich bin jetzt 12 Jahre alt. Ich bin die Enkelin von Raja und Elses Schwester. Ich gehe in diese Klasse jetzt 6. Klasse. Ja. Ich habe auch 1956 Schule angefangen als 7-jährig und in Ilomantsi, ganz in der Nähe von russischer Grenze, da eine Dorfschule, wo ich Volksschule angefangen habe. Was ist das denn? Das ist aber kein Schulraum hier. Sieht so ganz anders aus als bei uns früher. Das ist unsere kurze. Hier lerne ich häufig. Das? Und? Was lernst du da? Mathe, alles. Das ist gut. Das macht die Sache ja schon interessanter. Also in Volksschule sowie auch in mittlerer Schule war jeden Morgen ein Morgenandacht. Die ganze Schule ist zusammengesammelt und man hat ein Lied gesungen, ein christliches Lied. Und dann der Lehrer hat den Harmone gespielt und dann hat man, er hat auch eine kleine Morgenandacht gemacht. So eine Bete für guten Tag. Und dann hat man angefangen den Schultag erst, jeden Morgen. Ja. Und wir jeden Morgen kommen wir hier und sitzen mit uns hin und hören, was die Lehrer zu sagen haben. Es gab ja schon damals auch in der Schule das Mittagessen. Also wir brauchten nicht nach Hause zum Essen gehen, sondern wir haben dann bis 3 Uhr circa dann in der Schule gearbeitet. Und was Schöne war auch unsere Sommerzeit. Also wir hatten 3 Monate Sommerferien. Genau, ab 1. Das haben unsere Enkel jetzt nicht mehr. Die haben nur ein bisschen über 2 Monate. Noema, wie ist es in eurer Schulzeit jetzt, die Strafe? Wenn du nicht draußen willst in Pause, oder was passiert dann? Na, wenn wir nicht draußen in 5 Minuten gehen, dann können wir nachsitzen kriegen und... Also wenn man 3-mal zu spät nach draußen geht in einer Woche. Und was passiert, wenn du ständig zu spät in die Stunde kommst oder in die Schule morgen kommst? Passiert das wann? Wir kriegen eine Vermerk in Wilma. Oho. Und wird das dann zu Eltern auch erzählt? Na, die Eltern können das in Wilma sehen. Das ist die moderne Weise an Eltern kommunizieren. Und wenn jemand sehr wütend wird, plötzlich schreit oder sowas macht, ich mache das nicht, was passiert dann? Was macht der Lehrer dann? Na, meistens sind da immer 2, die immer Lärm machen und so. Dann, wenn es zu wild wird, dann kommt eine Lehrer oder Lehrerin und bringt die anderen irgendwo weg, das da. Werden sie dann isoliert von anderen Gruppe? Oho. Ja, bei unserer Zeit, du weißt ja, der Lehrer oder Lehrerin hat geschrien. Ich kann immer noch erinnern für einen Bube. Keijo, käytävään! Das musste draußen gehen. Und wenn man sehr, also wenn jemand hatte gestohlen aus einem Geschäft und wenn der Rektor das gewusst hatte, dann wurde das Kind gleich weg von der Schule, nie mehr zurück. Das war so absurd. Also ich wohne zu Hause bei Mama und Papa, aber wo habt ihr denn eure Schulzeit gewohnt? Eigentlich auch so in den jüngeren Jahren, ganz jungen Jahren dann auch zu Hause. Aber dann, wo meine Eltern nach Onttola umgezogen sind, hier in Nähe von Joensuu, da war der Schulweg ein bisschen länger. Da musste ich ja dann ja Bus und Bahn, Bus nehmen. Und dann sind meine Eltern aber nach
Duschnemi umgezogen. Und das war dann schon zu weit. Dann wollten wir nicht, dass wir Schule wechseln. Und dann musste man hier in Joensuu eine Wohnung finden. Das bedeutet also, ich und mein älterer Bruder, wir gingen in die gleiche Schule. Und da hatten wir ein Mansardenzimmer bei so weiten Verwandten. Und da haben wir dann zu zweit alleine Frühstück gemacht, gelesen natürlich. Und Wochenende sind wir dann schon mal zu Großeltern gefahren oder nach Hause. Ja, so ähnlich ist auch, also die Volksschule natürlich zu Hause, wo mein Vater war Lehrer und da in dem kleinen Haus eigentlich. Aber dann bei dieser mittleren Schule, meine zwei ältere Schwestern haben schon angefangen in Kirchendorf und das war 25 Kilometer Entfernung. Also Familie hatte kein Auto, also wir haben zuerst 5 Kilometer gelaufen, bis diese Ecke, wo Bus gefahren ist, 20 Kilometer nach Kirchdorf. Und da hatten wir eine Wohnung zusammen, also ein Zimmer in einem Haus zusammen, wir Geschwister. Und in andere Zimmer waren andere Mädels und dritte und gemeinsame Küche. Also ich war dann 10 Jahre alt, wenn ich angefangen habe. Und meine Schwestern waren ein bisschen älter, 12 oder 13 oder so. Und wir alle Mädels haben dann selber auch eingekauft, Milch getragen und dann Tee und Knäckebrot und Käse waren die Hauptnahrung eigentlich. Aber wir waren sehr schmal, aber gut erlebt. Also kleine Nahrung, aber Wochenende zu Hause wieder mit Bus, Samstag nach Hause gefahren und dann wieder 5 Kilometer gelaufen, bis die eigene Heim da zu sehen war. Das war so schön. Ja, liebe Emma. Wie ist es denn eigentlich in der Schule? Hast du etwas, was du ganz gerne magst oder was dir am besten gefällt? Na, ich mag unseren Klassenraum und meine Freunde und ich liebe auch Mathe. Ja. Was ist eure schönste Erinnerung von eurer Schulzeit? Ja, das ist eigentlich schwer zu sagen. Also ich habe jetzt nicht so einzelne Erinnerungen, nicht so viel. Ich mochte sehr gern einige Lehrer. Und dann habe ich natürlich meine guten Noten auch gerne gehabt, weil dann war ich stolz zu Hause, dass ich die zeigen konnte. Ja, ich hatte nicht so guten Erfolg, wie Raya hat gehabt, das immer mit guten Noten. Also ich habe auch mal, musste im Sommer noch einmal Mathematik extra und dann Prüfung noch machen, dass ich zu weiterer Klasse wieder durfte. Und das habe ich irgendwie geschafft. Zum Glück und brauchte nicht einmal so eine nochmals gleiche Klasse, was die auch wollten, mussten einige. Und meine schönsten Erinnerungen sind von Kunststunden, weil das war irgendwie so fein und hat gerne gemalt und der Lehrer war ganz toll. Und so eine freie Person irgendwie, das waren solche gute Stunden, das konnte man ein bisschen ausatmen, nicht so anstrengend. Und dann Finnischunterricht hat mir immer gefallen, sehr gut unter Schreiben und eigene Geschichten schreiben. Und finnische Sprache ist mir wie meine Heimat. Was denkt ihr über die Kinder, die immer ihre Smartphones gucken? Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Wir müssen das natürlich auch lernen. Auch wenn wir so alt sind. Aber sonst hätte ich gesagt, wir haben früher viel andere Sachen gehabt. Wir haben andere sozusagen Hobbys gehabt, die wir draußen, wir waren immer draußen, haben irgendwas gemacht und erst so, wenn es ganz dunkel wurde, wir hatten nämlich keine Stirnlampen, dann sind wir eben reingekommen nach Hause, haben gegessen und dann sind wir eigentlich schon ins Bett gegangen. Weil so lange durften wir ja gar nicht bis in die Nacht wach bleiben. Weil die Eltern haben gearbeitet, da mussten die ja auch früh wieder raus morgens, haben also lange schlafen müssen. Und früher haben wir natürlich, mit dieser Sache wird ja oft Freundschaften verbunden. Und wir haben das durch die Briefe gemacht oder Karten, weil Telefone gab es eigentlich auch nicht überall damals. Die waren dann Festnetz, die konnten wir ja nicht mitnehmen.
War das so? Ja, das war so. Also ich kann erinnern, dass ich hätte wahrscheinlich auch gerne so eine gehabt, wenn man so einen Planet überlegen könnte, dass man sowas gibt. Aber damals war Buch, war der wie sagt man, Sucht. Also bei mir, wenn Gelegenheit war, nur lesen, lesen, lesen und aus Bibliothek holen eine große Menge Bücher für ganze Woche und jeden Abend, Wochenende nur lesen, lesen und dann Brief schreiben. Alle hatten so Brieffreunde oder Freundinnen und da hat man heftige Korrespondenz gehabt. Jede Woche kommt oder geht ein Brief. Richtig. Und das ist diese Kommunikation, was jetzt ja, ist Kommunikation. Bei diesen. Aber die viele Kinder, die suchen ja hier ja auch Informationen und das haben wir tatsächlich auch von den Büchern geholt. Genau. Ja. Also es war, zu Hause gab es, nicht bei uns, aber sonst normalerweise im finnischen Haushalt, gab es so eine ziemlich breite, wie hieß die nochmal, Wissenschaftsbücher oder so, wo allerlei von A bis Ö, alles war, was man suchen musste. Ja. Könnt ihr das überhaupt noch? Ja. Apoll oder wie hießen die, diese... Aber ihr guckt so, ein paar Mal tippen und dann habt ihr das schon. Und Zeitungen ist in unsere, also mein Vater hat bestellt viele Zeitungen und Zeitschriften und dann Akuanka, Donald Duck und so hat man auch verschiedene Sprachen, sogar Mickey Mouse kann ich erinnern, dass man nichts verstanden, aber trotzdem gelesen hat. Und, aber Zeitungen und Zeitschriften und dann Bücher, lesen, 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 das war der Lieblingssache, Ersatz den, was heute würde ich auch wahrscheinlich die ganze Zeit das blättern. Ja, alles kann ich noch nicht, also da könnten die Kinder wahrscheinlich alles mir beibringen. So. Ja.